Wenn Sie in Deutschland auf die Homepage der Luftwaffe gehen und dort die beiden auf die Homepage der beiden Jagdgeschwader der Luftwaffe im Norden Wittmund und im Süden Neuburg an der Donau und dort sehen, dass die 24 Stunden rund um die Uhr an 365 Tagen zwei Alarmmaschinen bereithalten für einen einzigen Fall, nämlich für den Fall einer ungeklärten Luftlage. Ja? Und die Verfahren, die dort also beschrieben werden, sich nochmal vor Augen führen, das kann man also bei der deutschen Flugsicherung kann man das also erfahren, ja, wie das abläuft. Und dann noch wissen, so wie ich das weiß, dass dieses Verfahren, also einzugreifen mit Abfangjägern in einer ungeklärten Luftnotlage, dass dieses Verfahren von den USA entwickelt worden ist in den 50er Jahren als Reaktion auf Pearl Harbor. Man wollte nie wieder überrascht werden, ja, wie damals in Pearl Harbor. Der Verantwortliche, der Letztverantwortliche für dieses sogenannte Air Policing, nennt man das, ja, und für die Alarmierung von Abfangjägern, da gibt es so einen NATO-Begriff, ja, das ist ein sogenannter Alpha Scramble, ja, wo die Maschinen also hochgehen, hat das North American Air Defense Command NORAD. Ja, das ist die größte Luftverteidigungszentrale der Welt, die guckt nach außen und nach innen. Ja. So, die hat jede Maus auf dem Radarschirm. In Deutschland lief das also folgendermaßen ab. Und das passiert ja auch ständig. Ja? Passiert ja ständig. Ja? Nehmen wir mal an Frankfurt, Luftverkehrskreuz Frankfurt. Dort sitzen militärische und zivile Fluglotsen zusammen in einer Schicht. Ja? Jetzt passiert etwas, was die Fluglotsen mit dem Fachausdruck LOSCOM nennen. Lost of Communication. Das heißt, sie verlieren den Kontakt zu einem Airliner aus irgendwelchen Gründen. Ja, es können tausend Dinge passieren, technischer Art oder der hat einen Herzinfarkt oder irgendetwas. Ja. Oder er hält sich nicht an die Anweisung, ja, also eine bestimmte Luftstraße zu benutzen oder sonst irgendwas zu machen. Und dann versuchen die erstmal in der Schicht 5 Minuten lang mit dem Mann wieder Kontakt aufzunehmen. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, wenn er sich zusätzlich auch noch seltsam verhält, also einen seltsamen Kurs fliegt oder sonst irgendwas, ja, dann gibt es einen Anruf von Frankfurt zu dem sogenannten Combined Air Operation Center in Kalkar oder Meßstetten. Meßstetten ist auf der Schwäbischen Alb, Kalkar an Niederrhein, je nachdem, ob es Nord- oder Süddeutschland ist. Und dort in diesem KEOC sitzt eine Zelle, nennen wir das so in der Fachsprache, die ist besetzt mit einem Stabsoffizier der Luftwaffe, mit einem Verbindungsmann der Außenstelle des BMI, also des Innenministeriums, ja, weil der polizeiliche Aufgaben da unter Umständen mit reinspielen, und einem Vertreter der deutschen Flugsicherung. Und wenn dann, wenn das angekommen ist dort in der Zelle, und das geht natürlich also nicht, mit einer Standleitung, sind die sofort informiert. Und die sehen ja auf ihrem Bildschirm, auf ihrem Radarschirm ebenfalls, was dieses Flugzeug macht oder nicht macht. Sich der eben immer noch komisch verhält, ja, dann drückt er auf ein Knöpfchen dort und dann ertönt die Sirene beim, sagen wir mal, Jagdgeschwader 71 in Wittmund. Ne? Und zwar neben dem Bunker, in dem die beiden Alarmmaschinen stehen. Die Piloten, die dazugehören, die sitzen in der Baracke daneben in voller Montur. Ja. So, dann springen die raus, lassen ihren Kaffee stehen, hauen sich in die Maschinen rein. Und in der Regel ist es so, in den NATO-Staaten geregelt, dass man zwischen, je nach Bereitschaftsgrad, zwischen 10 und 15 Minuten nach Alarmauslösung muss man in der Luft sein. So, und dann werden die dorthin geführt an diese Maschine und gucken nach, was dort los ist. Wenn es dann zu einer Entscheidung kommen muss, dass die Maschine abgedrängt werden soll oder zur Landung gezwungen werden soll, dann muss ein General diese Entscheidung treffen. Ja? Aber nur diese Entscheidung trifft er. Das Auslösen des Alarms, die Bewertung, dass da irgendwas nicht stimmt, also Nachgucken durch Alarmrotten, erfolgt wie bei einem Feuerwehreinsatz oder wie bei einem Notarzteinsatz. Da gibt es also keine Zwischenbefehlshierarchien. Und genauso läuft das in den Vereinigten Staaten im Prinzip ab. Ich kann nur die Institutionen jetzt unterhalb von NORAD nicht benennen mit Namen. Ja. Ist aber kein Problem, sowas rauszukriegen. Und genau dieses ist über 2 Stunden nicht passiert. Es hat nicht ein einziger Abfangjäger den Versuch gemacht, so eine Maschine abzudrängen oder überhaupt aufzuklären oder sonst irgendwas. Ne. So.
Und das kann nur dann der Fall sein, wenn irgendjemand in diesen Automatismus, den ich vorhin geschildert habe, eingegriffen hat. Und diese Nebelkerzen, die hier geworfen worden sind, auch vom Untersuchungsausschuss des amerikanischen Kongresses, dass an dem Tag eben unglaublich viele Übungen der Luftwaffe stattgefunden hätten und dass man völlig verwirrt gewesen sei und gar nicht mehr unterscheiden könnte zwischen Real Life und Übung, das ist schlicht und einfach für jemanden, der aus der Luftwaffe kommt, nicht nachvollziehbar. Ja? Denn Übungsgeschehen sind, was die Flugsicherung angeht und die Luftverteidigung angeht, immer getrennt vom realen Leben des Flugverkehrs. Und die Leute, die also im Übungsgeschehen involviert sind, sind natürlich nicht als Fluglotsen zum Beispiel involviert in der Überwachung des normalen zivilen Luftverkehrs. Und deswegen ist das eine völlig absurde These. Die zweite These, die auch teilweise dort zu finden ist, dass eben das ein oder andere Geschwader, was für diese Aufgaben vorgesehen sei, habe verlegt irgendwohin nach Kanada oder sonst irgendwohin, das mag ja sein. Nur die beiden Alarmrotten, oder die Alarmrotte in diesem Geschwader, die ist mit tödlicher Sicherheit nicht verlegt worden. Ja? Denn die muss dort bleiben, 365 Tage im Jahr, und darf zu nichts anderem eingesetzt werden als für diese Aufgabe. Und der Witz an der Geschichte ist ja der, dass eben vor dem 11. September 2001 im selben Jahr es 60 Einsätze dieser Art gegeben hat, die reibungslos verlaufen sind. Und danach auch wieder. Wenige Wochen nach dem 11. September waren die ersten Einsätze auch wieder, wo eine ungeklärte Luftnotlage war und die Abfangjäger aufgestiegen sind und das gemacht haben. Besonders absurd wird die Argumentation, wenn man sich eine Karte anschaut von Washington, der Hauptstadt, und dem Sitz des Pentagon und des Weißen Hauses und des Kongresses und so weiter, nicht? Also das Machtzentrum der Vereinigten Staaten. 10 Meilen von Washington entfernt befindet sich ein Jagdgeschwader auf Andrews Air Force Base, 10 Meilen entfernt. Nicht? Und auch von dort ist kein Abwehrjäger aufgestiegen, als das Pentagon im Visier war. So, da muss man natürlich jetzt die Frage stellen, wenn die Schuldzuweisung an Osama bin Laden geht, ja, der also in seiner Höhle in Bora Bora in Afghanistan all dieses minutiös geplant hat. Ja, das ist ja sozusagen die offizielle Version. Ne? Der hat das alles geplant, diesen hochkomplexen Vorgang, den wir da gesehen haben. Da gibt es nun Stimmen von Leuten, die als Linke nicht gerade oder als Verschwörungstheoretiker verdächtig sind. Also Peter Scholl-Latour sagt, absoluter Blödsinn. Ne? Der frühere Justizminister Ehmke, der auch Kanzleramtschef unter Willy Brandt war, der sagt, so eine Aktion und damit Geheimdienstkoordinator damals in der alten Bundesrepublik als Kanzleramtschef, der sagt, so eine Aktion kann ohne Unterstützung durch einen gewieften Geheimdienst, so hat er sich ausgedrückt, nicht durchgeführt werden. Also ich will es mal bei diesen beiden Zitaten einfach so belassen.